Wir, das Team. Auf dem Weg nach oben. Nächster Schritt, Vier-Nationen-Turnier. Das ist das erste Tor für Deutschland! Belgien, Schweiz, Türkei, Deutschland. Da ist das 3:2. Wir brauchen eure Unterstützung. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Deutschland gegen Belgien, das ist das Finale des Vier-Nationen-Turniers hier in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Hallo und hi, schön, dass Sie mit dabei sind. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft greift nach dem ersten internationalen Titel. Und der Bundestrainer Marcel Losfeld, der hat uns verraten, wir sind hier zwar Außenseiter, aber erstmal abwarten. Und das hat er wohl gesagt, weil er uns auch eine Information voraus war. Denn gerade frisch reingekommen ist die Aufstellung und mit Blick auf diese können wir feststellen, er hat eine kleine Geheimwaffe am Start. Nils Klems und Nico Sepel klären Sie auf. Ganz viel Spaß. Ganz genau so ist es. Eine kleine Geheimwaffe und damit auch herzlich willkommen von uns hier oben. Deutschland gegen Belgien und die Geheimwaffe heißt Michael Mayer. Nils, du bist auch heute wieder unser Experte. Was bringt Michael, genannt Magic Mayer, noch mit? Ja, erstmal auch ein Hallo von mir in die Runde ans Fernsehen. Magic Mayer, individuelle Qualität, die uns gestern sicherlich ein bisschen gefehlt hat, der mal das 1 gegen 1 sucht und dann den Ball auf den zweiten Pfosten bringt oder auch direkt zum Tor zieht. Ich glaube, da können wir uns freuen, dass er heute dabei ist. Also, der Mann mit der Nummer 5 bringt noch mal ein bisschen mehr individuelle Qualität mit. Das heißt, vor allem im 1 gegen 1, was ja auch so ein bisschen das war, was Marcel Losfeld, der Trainer, bemängelt hatte. Einfach noch mal ein bisschen mehr zutrauen und dann wird alles gut. Ganz kurz, Favoritenrolle, da sind wir uns beide einig, die ist ganz klar verteilt. Belgien, absoluter Favorit. Deutschland mit Außenseiterchancen, die sie natürlich nutzen wollen, wie man so schön sagt. Ja, ich denke, die Nervosität von gestern ist ein bisschen abgelegt, hoffen wir mal. Und es wird ein anderes Spiel. Für Michael Mayer, Florian Kliegel rausrotiert aus dem Kader, der als 15. Spieler sozusagen dabei war. Torschütze gegen die Türkei, also der guckt sich das Ganze von draußen an, gibt schlechtere erste Spiele. Der darf sich dieses Finale angucken und wir starten mit der belgischen Nationalhymne. Die freuen sich, der eine oder andere lacht da sogar schon ein bisschen. Reda Dabi kommt da aus dem Schmunzeln fast gar nicht mehr raus. Wir hören uns noch die deutsche Nationalhymne an. Thank you.
Es wäre der erste internationale Titel für diese junge deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Wie viel könnten wir denn so einem Titel schon zuordnen? Was wäre das bedeutungstechnisch? Ja, es ist, man erregt ein bisschen Aufmerksamkeit durch den Titel. Natürlich, Siege tun immer gut. In erster Linie geht es aber darum, Erfahrung zu sammeln. Und das hat ja auch der Trainer noch mal im Vorfeld gesagt. Es ist eine schöne Chance, dass sie jetzt gegen ein Top-Team oder ein so starkes Team wie Belgien spielen können. Ich glaube, da müssen sie sich mal auf einen ganz anderen Stand messen lassen als gestern. Und das ist eine gute Herausforderung. Ich denke, der Sieg ist zweitrangig. Und die 14, die da unten gerade durchgelaufen sind, sollen es dann richten um Kapitän Heinze. Das war dort noch kurz zu sehen, die 5. Logischerweise dann heute von Michael Mayer und nicht von Florian Kliegel. Und das sind die Gäste aus Belgien. Klar in der Favoritenrolle, wir haben das oft genug gesagt. Das sind Profis in ihrer eigenen Liga. Da sind ganz, ganz feine Zocker dabei. Ich glaube, besonderes Augenmerk auf Nummer 13, auf Hamza Zaf, Nummer 4 Omar Raou. Und natürlich den Mann mit der 2, Valentin Duyasquier. Der hat mal eben im Spiel gegen die Schweizer 4 der 7 Tore gemacht, allesamt mit seinem linken Fuß. Da ist eine Menge Power dahinter. Wie kann man den denn bitte verteidigen? Ja, das wird sicherlich schwierig werden, aber es ist nicht nur die Power dahinter. Er hat auch einfach das Spielverständnis, die Übersicht und die Technik. Also da war, glaube ich, das ein oder andere ganz, ganz feine Tor auch dabei. Ja, durchaus. Also der kann es auch von weiter weg. Der kann es auch aus 10 Metern, hat noch einen Strafstoß verwandelt, haben wir vorher im ersten Spiel gesehen. Ist auch nicht ganz so ohne, den aus 10 Metern in dieses kleine Handballtor zu nageln. Hat er geschafft. Onur, der türkische Starspieler von vorher, hat den mal eben in die Zuschauer gejagt. Einschwören vor dem, ich glaube, das kann man so sagen, größten Spiel dieser jungen Nationalmannschaftskarriere. Aber du guckst gerade so, was war größer? Ja, größtes Spiel, wir haben 8 Debütanten dabei, insofern schon größtes Spiel, mit Sicherheit für die. EM-Quali, das sind ja dann die Spiele, wo es richtig um Punkte geht, ist sicherlich auch nochmal was. Die Aufmachung hier ist auf jeden Fall größer. So, darauf einigen wir uns und dann können wir in wenigen Sekunden starten. Deutschland in Weiß von links nach rechts mit Michael Mayer. Das noch zur Erklärung. 2x20 Minuten Nettospielzeit. Heißt, sobald der Ball irgendwo irgendeine Linie überschreitet, wird die Uhr angehalten und dann geht's später ganz normal weiter. Das kann also durchaus ziemlich lange und kraftraubend sein. Auch deshalb die deutsche Mannschaft, das war zumindest gestern so, mit 3 Blöcken, die dann später auf 2 verkürzt worden sind. Soweit ich informiert bin, agieren wir wieder mit 3 Blöcken, um das Tempo einfach hochzuhalten. Hier der erste Block übrigens jetzt der Vollständigkeit halber, weil Magic Mayer eben dabei ist. Ein reiner Hamburger Block, gestern noch Kliegel drin. Und da ist sicherlich viel Erfahrung, viel Eingespieltheit. Also von dem Block können wir uns ein bisschen was erhoffen, denke ich. Das ist sozusagen auch Block 1. Der erste Block, das ist der Block, von dem man sich am meisten erhofft. Die Jungs sind eingespielt um ihn hier. Hat gestern noch gefehlt wegen den Nachwirkungen eines Bänderrisses. Blitzheilung. Ja, uns freut es natürlich, dass er jetzt hier auf dem Feld steht. Na klar, da ist er auch. Und das ist seine Qualität im 1 gegen 1 ganz stark. Zeigt das schon direkt, was uns gestern in der ersten Halbzeit auf jeden Fall gefehlt hat. Ibrahim Adnane mit der Grätsche. Und wir räumen auf mit dem Vorurteil, beim Futsal darf und muss dann zeitweise auch gegrätscht werden. Suntić. Daniel Suntić, Debütant, Torschütze gegen die Türkei. Mit ganz feiner Technik ausgestattet, einem guten linken Fuß, aber auch wirklich gut verkürzt vom Keeper der Belgier. Super durchgetankt. Kann er vielleicht noch auf Zankel querlegen. Da muss er nur noch einschieben, aber trotzdem starke Aktion. Dann haben wir den Trainer der Belgier, Luka Kragnatz, kurz gesehen.
Der Tiger da in seiner Coachingzone auf und ab. Muss er momentan auch, weil die Belgier beginnen ein bisschen überrascht, um das mal so zu sagen, hatten vielleicht die deutsche Mannschaft ein bisschen defensiver erwartet. Zankl. In der Situation vielleicht interessant. Suntić kann nicht mehr zurück zum Keeper, weil der pro Angriff nur einmal mitgenommen werden darf. Wird er ein zweites Mal angespielt, wären die Belgier in Ballbesitz gewesen. Deshalb muss Suntić den ins Seiten ausklären. Es gibt den einen Kick. Ja, ganz wichtig. Er hat noch versucht, erst ins Dribbling zu gehen, den Ball zu behaupten. Da muss der Ball ins Aus, weil der Druck einfach zu groß war. Dann verliert er ihn und direkt eine Riesenchance für Belgien. So war es dann alles richtig und wir konnten uns wieder stellen. Jaibai. Der Kapitän Meier mit dem hohen Fuß dazwischen. Gibt den nächsten Einkick, gibt keine Banden beim Futsal. Aber man muss die Kugel dann innerhalb von 4 Sekunden wieder zurück auf den Platz bringen. Und das war eine Variante, mit der die deutsche Mannschaft gar nicht gerechnet hat. 1:0. Jaibai. Ja, gute Variante, aber das Zentrum muss zubleiben. Der Ball darf da niemals durchgehen. Zu einem Überfluss rückt Suntić noch auf, obwohl er eigentlich bei der 7 bleiben muss. Erfahrungssache? Ja, will ich nicht daran festmachen. Abstimmungsprobleme vielleicht. Also, frühes 1:0 für den Favoriten. Karim Jaibai hat es gemacht in Diensten von Charleroi. Aber da sieht man mal, was so eine Standardsituation bringen kann. Ruhender Ball ist einstudiert und die belgischen Jungs wussten genau, was passiert. Und ja, haben sie eiskalt ausgenutzt. Da waren sie auch gestern bockstark nach runden Bällen. Vor allem im ersten Durchgang gegen die Schweizer. 2 ihrer 3 Tore nach Ecke bzw. ein Kick erzielt. Kleiner Nackenschlag für Deutschland. Schauen wir mal, wie sie reagieren. Es ist der 2. Block auf dem Parkett. Um ihn hier, um Kapitän Timo Heinze. Also die ersten 2 Minuten im Vergleich zur gestrigen ersten Halbzeit waren schon vielversprechend. Da hatten wir schon 2, 3 Aktionen nach vorne. Da sah es so aus, als wäre die Nervosität ein bisschen weg. Jetzt so ein Gegentor tut natürlich immer erstmal weh, aber es ist ja noch ewig lang zu spielen. Schütteln und weitermachen. Und ihm vor allem nicht aus den Augen verlieren, Omar Rau. Aber wir sehen das auch wieder von den Belgiern, was wir im Grunde von den Türken im ersten Spiel auch gesehen haben. Sie lassen sich erstmal ein bisschen tiefer fallen, ist nicht das ganz hohe Gegenpressing, was sie spielen. Aber dennoch erst einmal erfolgreich. Jaibai, Hoffmann, gefährlich. Und Hoffmanns klärt. Ja, ist natürlich auch eine individuelle Qualität der Belgier. Das müssen wir an der Stelle dazu sagen. Ja, das hat man gestern schon gesehen, dass das ein anderes Niveau ist. Belgier spielen alle auf Profi- oder semi-professionellem Niveau. Adnane. Das sieht man insbesondere in ganz vielen Bewegungen, wie der Ball an- und mitgenommen wird. Schusstechnik ist ein großer Unterschied. So, nächste Variante. Da laufen 2 zum Blocken und hinten ist dann Platz für Jaibai. Das werden wir wahrscheinlich noch öfter sehen. Dass 2 Spieler blocken und der 3. zum Schuss kommt. Und bitteschön, da kommt's gleich. Und jetzt gibt es auch die Ecke obendrauf. 4 Sekunden Zeit. Diesmal darf Adnane. Gut geblockt. Heinze geht nach. Geht nach und das war gut. Hoffmann. 3 gegen 2. Heinze. Und da ist Hoffmanns. Und Hoffmann und 1:1. Erstes Länderspieltor. Jonas Hoffmann. Super umgeschaltet, nachgerückt. Wichtig schon der Druck vorher von Heinze, dass der Ball dann
letzten Endes unkontrolliert zu Deutschland kommt. Schön umgeschaltet. Der Weltenbummler macht es aktuell beim FC Kopenhagen. Hat seine Liebe zum Futsal beim Stipendium in den USA entdeckt. Und jetzt hier für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft drückt er den über die Linie. Hoffmanns mit dem Assist, gewollt oder nicht, nehmen wir so mit. Ja, er kommt nicht mehr anders dran. Ich denke schon, dass er ihn noch da hinspitzen wollte. Richtung zweiter Pfosten, da ist dann meistens der Mann, der noch reingelaufen kommt. Also noch ein Sternchen ins Heft von Hoffmanns. Aber auch starker Ball von Timo Heinze vorher, der genau im richtigen Moment durch die Beine schiebt. Super Übersicht behalten. Hoffmann. Kein Foul von Duyaskier. Das ist körperlich auch nochmal ein kleiner Unterschied. Aber auch in der Situation. Hoffmann geht da, versucht da ins 1 gegen 1 über die Außenposition zu gehen. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber gestern waren wir da ein bisschen zögerlicher. Das ist gut gespielt in der Mitte. Wäre Platz für Hoffmann. Hoffmann! Erster Kontakt nicht optimal. Und jetzt hat sich der Keeper verletzt. Dries Larraoui. Ja, kriegt da unglücklich eine mit. Keine Absicht natürlich von Hoffmann. Aber geht auch weiter. Mann von Gelco Hasselt. Da haben sie einige dabei. Spielt also in Belgien. Auch er schon einige Länderspiele auf dem Buckel. Erfahrener Mann. Nächster Ballgewinn. Hoffmanns. Also dieses Gegenpressing der deutschen Mannschaft, das haben wir im Grunde im ersten Durchgang gegen die Türkei gar nicht gesehen. Ist aber tatsächlich auch gegen diese abgezockten Belgier ein gutes Mittel. Ja, auch jetzt wieder. Ah, das ist unglücklich. Rau mit dem Kabinettstückchen. Zaf und Wegels. Und jetzt darfst du. Ist ja genau die Spielphilosophie, die Marcel Losfeld verfolgt. Also frühes Gegenpressing, schnell an den Ball kommen. Bisher machen die Jungs das gut. Du sagst es, sie machen es gut. Sie machen es sehr gut. Ich glaube, damit hatten tatsächlich die wenigsten gerechnet. Ja, eher das Bild umgekehrt vielleicht, dass die Belgier ein bisschen mehr Druck machen. Aber ja, ich glaube tatsächlich, auch die sind ein bisschen überrascht von diesem forschen Beginn. Marcel Losfeld, der alte Trainerfuchs, hat sich was einfallen lassen. Jetzt übrigens die Bestätigung, hier der dritte Block jetzt drauf, um das Tempo hochzuhalten. Ist ja auch extrem anstrengend. Zaf, Kabinettstückchen, Baller beim Aus. Ist extrem kräfteraubend. Ich sag mal, 2 Minuten, je nachdem wie oft der Ball natürlich dann auch genau, im Seitenaus ist. Genau, kommt ein bisschen ist. Drauf an. 2, 2,5 Minuten ist sicherlich auf unserem deutschen Niveau so die angemessene Zeit in etwa. Das kann dann natürlich mal eine Minute mehr sein. Oder auch eine Minute weniger. Wieder gut gespielt, Wittig. Matic, Söza, Matic. Deutsche Mannschaft rotiert auch extrem viel. Immer wieder der Versuch, diese 4 vorgegebenen Positionen zu besetzen. Corrado Garcia, Wittig. Duyaskier, stark. Rau. Außergewöhnliche Ballbehandlung von ihm. Kleines Tänzchen gegen Matic. Macht er schon nicht verkehrt. So engen Raum. Ganz kurz die Orientierung verloren, Matic. Nächste Variante, Rau. Ich glaube, die Belgier kamen bisher nach jeder Variante zum Abschluss. Also
Ja, kann man das tatsächlich überhaupt irgendwie verteidigen? Ja, man muss halt hellwach sein, eine gute Kommunikation haben. Also man wird schnell geblockt. Wenn man sich frühzeitig abspricht, dann geht vielleicht der andere raus und man tauscht die Zuständigkeiten. Also Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Die Halle ist auch da in der Ratiopharm Arena. Man honoriert diese starke Leistung, Stand jetzt der deutschen Mannschaft. Auch das wieder hübsch von Jurado Garcia. Söser unter Druck gesetzt, zurück zu Wiegels. Schiedsrichter sagen kein Foul. Ja, vielleicht nochmal für die Zuschauer, wenn sie sich gewundert haben, dass Wiegels da jetzt nicht hingegangen ist. Das wäre der zweite Kontakt gewesen. Hattest du vorhin schon angesprochen, da muss er dann wegbleiben. Er hatte Söser, glaube ich, auch nicht mehr zwingend auf dem Zettel. Gut, dass er den Nebenstor gespielt hat. Aber vermutlich wäre auch dann Wiegels rangegangen. Den hätte er nicht durchgelassen. Und jetzt läuft Wittig. Larraoui spielt gut mit Zaf. Das ist eine Klasse, die er da hat. Wiegels volles Risiko. Stark mitgespielt, gut aufgepasst. Das ist schon sehr hohes Niveau hier. Bisschen höher wird es vermutlich in der Europa League. Beim Fußball dann wieder. Donnerstag 19 Uhr starten wir mit dem FC Arsenal. Die Köln empfangen. Und wo wir gerade bei englischen Mannschaften sind, gibt es natürlich auch die Premier League Highlights bei uns noch zu sehen. Bei den Gunners läuft es wieder. 22:30 gibt es dann zu sehen, was momentan beim FC Liverpool falsch läuft. Also was deutlich zu erkennen ist, was... Kriegt er den nochmal, Wiegels. Ja, gehalten von Wiegels. Feiert er sich auch noch mal. Auch das gehört dazu. Emotionen ganz, ganz wichtig und schön zu erkennen dabei Wiegels nach der Parade. Ja, aber dieser Omar Raoult, der ist auch brandgefährlich. Der Mann mit der 4 spielt da sozusagen als Pivot vorne drin. In dem Fall lässt er sich mal ein bisschen tiefer fallen, aber der weiß ganz genau, wann er anlaufen muss, wie er seinen Körper dazwischen stellt. Kann rechts wie links, feine Ballbehandlung, also sehr viel mehr, glaube ich, geht eigentlich auch nicht. Ein kompletter Futsalspieler. Da ist er, Raoult. Bitte zum Tänzchen. Das ist dann die Gefahr dabei. Jetzt können wir Ricardinho mal fragen, ob vielleicht doch noch ein bisschen mehr geht. Der hat wahrscheinlich noch den einen oder anderen Move parat. Aber der ist natürlich nicht der Maßstab. Ja. Eins gegen eins wird er vermutlich für sich entscheiden, der gute Ricardinho. Gut gespielt, ein bisschen zu steil. Aber es fällt schon auf, was Marcel Losfeld vorhin auch im Halleninterview noch gesagt und gefordert hat, dass viel mehr Bewegung drin ist. Also Bewegung auch ohne Ball ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gleich die Hälfte der ersten Halbzeit rum. Meier kommt noch mal. Meier, das ist stark, Meier. Das ist genau das, was wir angesprochen haben vor dem Spiel. Magic Meier. Ganz feine Einlage. Zack, einmal rum. Der etwas schwächere Linke. Aber trotzdem gut gemacht. Bleibt beim 1:1. In der zweiten Liga steht es noch 0:0 zwischen Nürnberg und St. Pauli. Sollte da etwas passieren, bekommen Sie das natürlich auch hier mit. Ja, das ist dieser Mehrwert, den Meier natürlich auch mitbringt. Diese Qualität im Grunde einzigartig im deutschen Team. Ja, absolut, das kann man schon so sagen. Also Michael Meier ist da einfach
bringt mit seinen Einzelaktionen immer wieder, sorgt dafür Gefahr. Und das erkennt man schon jetzt nach den ersten 10 Minuten, dass uns das deutlich weiterbringt. Wegels spielt mit. Pavlos Wegels seit dieser Saison beim VfL 05 Hohenstein-Ernsthal unter Vertrag. Spielte davor im Ausland. Hat da ein bisschen was mitgenommen. Genau, war in Polen aktiv. Ich glaube in der zweiten polnischen Liga. Hat da dann aber auch schon richtiges Futsal-Torwart-Training bekommen. Und das, eine Entwicklung sieht man da absolut. Also die Präsenz ist extrem gestiegen und in der Technik hat er sich auch verbessert. Also beide deutsche Keeper am ersten Tag, haben wir ja Rainer Schreiber-Fernandes gesehen, überzeugen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen auf der Position. Definitiv nicht. Deutsche Tugend. Ja, absolut. Stark noch. Muss da nicht unbedingt geben, glaube ich, aber trotzdem vorher starker Einsatz von Hoffmanns. Dann den Körper noch ein bisschen mehr vorbringen. Also, das ist eigentlich kein Foul. Das ist mal ein bisschen Heimbonus, den nehmen wir mit. Aber man hat gerade schön gesehen, also natürlich sind das alles feine Techniker und jeder kann mit diesem etwas kleineren, sprungreduzierten Ball gefühlt alles. Aber sie übertreiben es dann auch gerne mal. Deutschland verteidigt sehr hoch. Heinze, Hoffmann. Links wäre Hoffmanns. Ja. Es bleibt dabei. Guter Auftritt. Ja, absolut. Auch da macht Hoffmanns das genau richtig mit der Picke aus Spitzenwinkel. Kommt da gar nicht mehr anders hin. Nahne, Vorsicht. Nächster Abschluss. Javad Ciaciu gehörte auch im Spiel gegen die Schweiz zu den auffälligsten. Agiert da als Stürmer, heißt in der Futsalsprache Pivot, größtenteils zumindest, aber sehr variabel und vor allem, das war sehr beeindruckend, extrem ruhig am Ball. Das werden wir sicherlich noch des Öfteren zu sehen bekommen. Der Mann mit der 9 und den gelben Schüchen muss sich jetzt aber erstmal um Defensivarbeit kümmern. Ein Kick für Deutschland. Adnane war noch dran mit dem Hinterkopf. Aber auch da wieder eine gute Ballsicherheit und eine gute Bewegung bei den Deutschen zu erkennen. Da haben wir ihn nochmal im Bild. Javad Ciaciu. Hoffmann gedoppelt, dann wird es schwierig. Vielleicht sollten wir das an der Stelle auch noch mal erwähnen. Es sind noch 8 Minuten und eine halbe zu spielen. Gerade wollte ich sagen, ganz fair, erst ein Foul und dann rauscht Timo Heinze da rein. Aber trotzdem, immer noch erst 2 Fouls, das ist tatsächlich sehr wenig. Ja, ich glaube, gerade im Spiel davor hatten wir nach 5 Minuten, hatte die Türkei schon 3 Fouls. Also und jetzt bei 2 Fouls in Summe sind nach 11 Minuten, ist das schon... Schöne Grüße an Timo Heinze. Klares Foulspiel. Ja. Ah ja, true. Aber das ist wieder fair von Heinze. Kontermöglichkeit. Die Giorgio muss noch auf Länderspieltor Nummer 5 warten. Aktueller Rekordtorschütze, der Mann mit der 7 zusammen mit Stefan Winkel. Beide 4 Tore. Stark und noch besser. Ich wollte es gerade sagen, vorher das Foul von Heinze, aber wenn er was macht, dann macht er es konsequent und direkt danach holt er sich den Ball. Absolute Zweikampfmaschine. Die Giorgio unter Druck gesetzt von Adnane. Ja, wieder Adnane im Pressing. Da bleibt dann nur der Rückpass für die Giorgio. Und jetzt dürfen sie eben nicht mehr zurück. Und das ist für Hoffmanns eher unschön. Also lieber in Zeiten aus oder so. Aber dann ist es natürlich unmöglich für Heinze, den irgendwie zu kontrollieren. Ja, immer eine gefährliche Situation. Muss man gut abwägen. Hoffmanns hatte jetzt noch den offenen Ball. Konnte ihn durchs Zentrum spielen. Aber ist immer schwierig. Wenn der in die Füße des Gegners geht, dann wird es sofort gefährlich.
Das ist aber natürlich eine Qualität der Belgier, die da über den ganzen Platz wirklich sehr gut verteidigen. In dem Fall nicht zwingend pressen mussten, aber trotzdem alle dran waren. Also das ist schon groß. Zur Einordnung, die Belgier in der Weltrangliste auf Platz 31. Das ist gehobenes Mittelfeld, beziehungsweise eigentlich schon Drittel. Waren in der Futsal-Frühphase eine der stärkeren, der stärksten Nationen Europas. Das hat sich dann so ein bisschen mit der Jahrtausendwende geändert. Vielleicht mal zur Einordnung, der 31. Platz in der Weltrangliste. Also die Belgier haben es jetzt zum Beispiel knapp verpasst, sich zur EM zu qualifizieren. So kann man das sagen. Aber sie haben natürlich trotzdem die Qualität, jederzeit bei einer EM-Endrunde ja, dann also das, auf eine Rolle zu spielen. Das Niveau ist schon sehr hoch von den Belgiern. Und ich denke, das ist auch das Ziel, wo die Deutschen in den nächsten Jahren hinkommen möchten. Also nach ganz vorne, das wird noch ein bisschen dauern. Aber so das Niveau der Belgier, das darf schon ein nahes Ziel sein. Und noch 7 Minuten zu spielen und weiterhin 1:1. Und da sind wir uns auch einig, das geht unterm Strich völlig in Ordnung. Adnane, das ist natürlich dann schick. Vorbei an Wittig. 2:1 Belgien. Ganz, ganz stark. Ibrahim Adnane mit diesen schlaksigen Bewegungen. Aber das kann man dann auch im Grunde schwierig verteidigen, sobald er dann mal seinen Körper dazwischen hat. Der erste Kontakt ist Wahnsinn. Ach, Wittig den Schritt zu früh und dann kommt der Pass aber auch genau richtig, dass er vorbeigehen kann. Und da sieht man halt die Qualität, wie ruhig er da bleibt. Den an Wiegels noch vorbeischiebt. 23 Jahre jung. Der Adnane. Abgefälscht. Ecke für Deutschland. Hatte sich jetzt nicht zwingend angedeutet, dass die Belgier wieder in Führung gehen. Aber wir haben schon einmal eine gute deutsche Reaktion gesehen. Und 2:1 heißt im Futsal, ich glaube, das können wir so stehen lassen, im Grunde erstmal gar nichts. Ja, für die Zuschauer, die erst zu diesem Spiel eingeschaltet haben, vorhin stand es 4:0. Die Türkei hatte alles im Griff und dann ging es auf einmal ganz schnell und es war beim 4:2 doch nochmal ziemlich spannend. Also es kann innerhalb von wenigen Minuten können hier 2, 3, 4 Tore fallen. Sandro Eduardo Garcia haben wir kurz gesehen. Auch er beim deutschen Vizemeister Hohenstein Ernsthal unter Vertrag. Jetzt am Ball. Reda Dabi kriegt die Füße dazwischen. Ja, Sandro hat die letzten 2 Jahre noch mit mir zusammen bei Schwerte gespielt und ist jetzt im Sommer gewechselt. Ja, stark gemacht. Und dann kriegt er ihn nochmal und dann stark antizipiert von Sandro. Hat er bei euch gelernt. Genau. Ja, und das ist diese Ruhe, von der ich vorher gesprochen habe. War dann letztlich kein Foul, bringt ihm gar nichts. Matic nochmal quer, Söser. Und das muss es eigentlich sein. Sandro Jurado Garcia. Aber auch da bei Söser wieder, ihm verspringt zwar kurz der Ball, er bleibt aber trotzdem total cool und ruhig, hat die Übersicht, dann noch Sandro anzuspielen. Oh, es ist der Pfosten und dann noch Larraoui dazu. Und nächste Möglichkeit, Wittig, guter linker Fuß, trifft ihn nicht optimal. Und jetzt gibt's das Timeout. Belgien nimmt es, kann immer die Mannschaft nehmen, die im Ballbesitz ist. Heißt für uns eine kurze Pause, bis gleich. Nein, sehr gut. Ich habe verschiedene Sachen zurückgesehen. We're using the goalkeeper. Sehr gut. Sorgt, dass wir dann anspielbar sein. Wenn Sie mit Fähre sehen, habe ich gesehen, dass wir zurückgingen. Wir sind sehr stark angefangen. Wir haben nur ein bisschen wenig Probleme mit den Setplays. We're gonna talk there. We have to communicate. Yeah? Watch, we have all the men. Okay? Second goal.
und eine Linie. 4:0. Du weißt, da müssen wir in ein Gerät stehen. Ja, lass dich nicht rausholen. Ja? Alright? You play, keep playing on this. Use your goalkeeper. Very important. They can press you, okay? Und nicht beim ersten Block. Nicht so schnell nach 2:2, wirklich. Ja, du bekommst Pressure. Mach 3 und lass sie auf den Ball jagen, okay? Ja? Ja, da haben wir noch die letzten Worte mitbekommen vom Nationaltrainer Marcel Losfeld, der im Grunde was erklärt hat, Nils. Ja, im Grunde ist er insgesamt sehr, sehr zufrieden. Er hat jetzt nochmal gesagt, beim Gegentor auch, oder überhaupt, wenn Belgien aus 4:0 geht, quasi ohne Pivot spielt, den du ja vorhin schon erklärt hast, dass die Deutschen sich nicht rauslocken lassen dürfen. Es ist immer eine Gefahr, dass man dann selber auf eine Viererkette quasi umstellt, damit man sich das mal vorstellen kann. Aber dass man eben den Fixo, also den hinteren Mann, noch drin behält und somit das Zentrum dicht hält. Aber insgesamt war er sehr zufrieden. Er sagt, die Kommunikation muss defensiv noch ein bisschen besser sein. Aber vor allem diese Ballgewinne, die sind immer wieder gut. Meier setzt nach gegen Chaibai. Ja, und dann kommt Raoult. Und was er vorher schick macht, vollendet er im Seitenaus schwach. Ah, zack, 1, 2, 3, 4. Dann war eigentlich alles gut und dann wollte er wieder 1 zu viel mitnehmen. Aber auch da gutes Gegenpressing. Also Meier und ich glaube Winkel direkt nachgesetzt. Genau so war es. Den Fehler erzwungen. Da muss noch mal kurz geputzt werden. Nicht, dass einer ausrutscht. In der Halle natürlich ein gewisses Gefahrenpotenzial vorhanden. 5 Minuten, 1:1. Könnte ein Ball für Suntic werden. Jetzt hat er ihn. Und natürlich nicht 1:1, 1:2. Wir wollen das Tor der Belgier nicht unterschlagen. Meier. Apropos Tore, gibt es übrigens in der zweiten Liga noch gar keine weiteren 0:0 zwischen Nürnberg und Pauli. Kann man auch im Live-Ticker auf Sport 1 noch verfolgen. Am besten nebenher laufen lassen. Und dann weiterhin dieses, sind wir uns einig, hochklassige Futsalspiel angucken. Meier, jetzt, oh, pfeifen sie ab. Ich von hier oben auf jeden Fall anders gesehen. Weil, ja, das wäre die Frage gewesen. Ja, ich habe einfach kein Foulspiel erkannt. Also Winkel. Boah, also wenn das ein Foul ist, dann müssen wir relativ früh die 5-Foul-Grenze erreicht haben. Und jetzt haben wir Tor Nummer 3 der Belgier erreicht. Omar Raoult. Das ging dann doch ein bisschen sehr einfach. Leitet selbst ein. Winkel. Ja, Winkel sieht da nicht so gut aus. Er muss seinen Gegenspieler blocken und sich nicht zum Ball orientieren. Der Mann mit der 3 dafür ein paar Sekunden gepennt. Das reicht. Ja, und Zankl stand fern und musste einrücken. Dann hat er auch noch die Absicherung da drin. Zu einem Überfluss bin ich mir auch nicht sicher, ob Pavlos nicht noch weiter vorkommen kann oder schneller rauskommen kann. Also, Fehlerkette. Da häuft sich dann einiges. Und Raoult sagt Danke. Wieder stark gespielt, Adnane. Suntic kann das Tempo noch mal mitgehen. Da macht es Adnane einfach klasse. Dujaskier, 5. Turniertor. Aber ganz stark von Adnane. Also wie er sich da den Ball behauptet und wie er sich dann da durchsetzt, damit er Übersicht noch ablegt. Das ist einfach dann stark gemacht. Da hat Suntic eigentlich alles im Griff. Dann macht er die Linie ja, auf. Die Linie darf er nicht aufmachen. Das ist dann eine einfache Übung für Dujaskier. Sehen wir mal ganz kurz, wie schnell es dann gehen kann. Auf einmal 1:4 aus deutscher Sicht. Das ist natürlich nicht gerade hilfreich. 2 schnelle Gegentore. Wichtig, jetzt nicht nervös zu werden. Raoult, auch da passt wieder nicht ganz mit der Zuordnung. Raoult.
Wiegels zur Ecke. Und er ist gut rausgekommen. Aber gut raus, gut mitgespielt dabei, Wiegels. Boah, Tuyaskier. Was der mit seinem linken Fuß da macht, ist immer wieder fantastisch. Wer schon mal gegen so einen Futsal getreten hat, weiß, der ist nicht so einfach zu treffen. Erstens, weil kleiner, weil auch eine andere Härte. Und den dann jedes Mal da doch relativ platziert mit so einem Tempo Richtung Tor zu schießen, da gehört einiges an Übung dazu. Wow, zaff, jetzt zaubern sie. Ja, jetzt wäre vielleicht mal ein Timeout ganz sinnvoll. Und dafür bräuchten sie den Ball mal wieder. Ja. Schwierige Phase gerade. Also Belgien drückt extrem. Da mit der Hacke. Durch die Beine von Heinze, glaube ich. Nicht. Ganz genau so ist es. Gestern, glaube ich, schon mal gefragt, kostet das? Ja, wie gesagt, mindestens ein paar Sprüche. Also okay. Jetzt nicht die Orientierung verlieren. Es ist eigentlich eine gute erste Halbzeit bis jetzt, auch wenn es mal eine ordentliche Druckphase der Belgier ist gerade. Jetzt wäre die Chance zum Timeout theoretisch da. Viel Zeit bleibt nicht, um den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Genau 4 Sekunden. Dann muss der wieder drin sein. 3-1. Tuyaskier. Vorsicht, linker Fuß. Raoult. Wiegels. Chai Bai Wiegels. Oh Mann, oh Mann. Pavlos Wiegels ist es dann letztlich zu verdanken, dass es hier nur 1-4 steht. Chai Bai. Jetzt kommen sie aber auch in Flow. Ja, den Eindruck habe ich leider auch. Und wir jetzt gerade aktuell in Negativ-Flow. So. Was macht man jetzt? Also Timeout, ja. Und wenn nicht Timeout, dann? Der Bundestrainer beurteilt es ja anders gerade. Also Timeout hat er jetzt nicht genommen. Er hat jetzt nochmal den dritten Block reingebracht, um vielleicht dadurch nochmal eine Veränderung herbeizuführen. Mal sehen. Wichtig ist, dass man einfach konsequent ruhig bleibt, weil wir haben es schon mehrmals angesprochen, 3 Tore, das hört sich so viel an, das ist es einfach nicht bei der ganzen Spielzeit noch. Absolut nicht. Ach, Raoult, Zaf. Jetzt ist die Umschaltmöglichkeit da und mit Söser ist auch der richtige Mann am Ball. Zaf. Gefährlich wird es dann, wenn Deutschland die Ruhe nicht mehr reinkriegt und es ein offener Schlagabtausch wird, weil dann haben sie mit Sicherheit keine Chance gegen die Belgier. Da ziehen sie den Kürzeren. Jetzt eine Eckenvariante. Wittig verfügt ebenfalls über den guten linken Fuß. Nicht ganz vergleichbar mit dem von Tuyaskier, aber trotzdem ist da ordentlich Power dahinter. Er liefert gleich das Beispiel. 21 Jahre jung. 2 Länderspieltore hat er schon gemacht. Und positioniert sich da gerade in der Mitte. Jetzt läuft die Zeit langsam ab. Corrado Garcia. Mini-Druckphase. Ja, schaffen es gerade wieder, sich zu befreien. Von Söser. Jetzt müssen sie sich irgendwie befreien. Raoult läuft durch zu Wiegels. Das ist dann die richtige Entscheidung von Pavlos Wiegels. Einfach erstmal weg damit. Zaff. Oh. Und vorher habe ich noch auf den FC Liverpool hingewiesen. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte es sich angucken. Wir haben viele Parallelen zu der Situation gerade eben. Nur mit umgekehrten Rollen. Da geht Wiegels etwas ungestüm hin. Also muss er den Kopf nehmen, anstatt das Bein. Also konsequent mit dem Kopf hin. Ja, er kriegt tatsächlich den Fuß von Corrado Garcia gegen seinen. Vielleicht trifft er dann Chai Bai gar nicht, aber dass das auf der Höhe natürlich mehr als gefährliches Spiel ist, ist auch klar.
Und jetzt viel Spaß. Wenn der schießt, dann kracht's. Aber sieht so aus, als würde er erst einmal ablegen. Naja, oder auch nicht. Ja, aus der Entfernung kann man schon mal schießen, aber so wie er steht, sieht es eher danach aus, als würde er ablegen. Vielleicht kriegt er noch zurück. Chai Bai wäre vermutlich die Variante. Oder Zaf da unten mit der 13. Chai Bai 5-1. Aus der Entfernung dann tatsächlich auch schwierig zu verteidigen. Zweites Tor in diesem Spiel für den Kapitän Karim Chai Bai. Kann Wiegels was machen? Weiß nicht, ob er da noch weiter vorkommen kann. Das versucht er sicherlich. Matic kann noch einrücken, der geht da raus. Also, aber der geht auch eher in die Mitte und nicht in die Ecke. Deswegen hätte Matic den Ball wahrscheinlich auch nicht gehabt. Also das ist diese Erfahrung, die Belgien mitbringt. Karim Chai Bai eben schon auch 34 Jahre alt. Seit 2007 für die Nationalmannschaft aktiv. Und jetzt hören wir, was Marcel Losfeld vorschlägt, um den zu verteidigen. Wir machen diese weg, dann geht die George dazwischen und dann nehmen wir Ruhe, ja? Ruhe, bis zur Ruhe, ja, dass wir nicht mehr Ballverlust haben. Lass den Ball runtergehen, versuche mal einmal, ja, zu einer Chance zu kommen, so. Presse, soll ich den Ball einfach wegschießen ins Aus und nach... Ja, weg damit, ja, natürlich. Alright? Männer, wir haben nichts verloren. Männer, wir haben nichts verloren. Dem kannst du, glaube ich, beipflichten. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also auch das 5-1, das klingt deutlich und ist jetzt in den letzten Minuten auch deutlich, aber das geht wirklich ganz, ganz schnell. Wenn man erstmal das 5-2 schießt, dann ist es im Kopf auch nochmal was ganz anderes. Man schöpft wieder Selbstvertrauen und umgekehrt werden die Belgier vielleicht nervös, obwohl sie natürlich da auch relativ erprobt sind. Die sind relativ abgezockt und wir sehen das, was du gerade schon so mit einem Ohr gehört hast. Flying Goalie. Ja, ich glaube, Losfeld will da jetzt einfach auch nochmal ein anderes Mittel und ein bisschen Ruhe reinbringen. Einen sicheren Ballbesitz. So schätze ich es ein, um dann in die Halbzeitpause zu gehen. Vielleicht dann noch mit dem Anschlusstreffer. Ein bisschen mehr als eine Minute wäre noch zu gehen. Memos Söser. Weiß jetzt nicht, was abgesprochen ist, aber das überrascht mich jetzt schon. Also da muss er erstmal ruhiger bleiben. Jetzt gerade Söser oder generell ja, Flying Goalie? Nee, Flying Goalie, ja. Schauen wir erstmal, was es da wieder gibt. Das geht so schnell bei den Belgiern. Kaum die Chance, den Gedanken zu Ende zu führen. Und wir müssen immer noch warten, weil da kommt schon wieder Dujaskier. Jetzt. Ja, nee, ich meinte in der Situation gerade Söser, damit man sich erstmal die Sicherheit wiederholt und jetzt nicht zu hektisch wird. Und den Abschluss dann da aus 15 Metern zu suchen. Generell ist unnötig. Flying Goalie heißt, man nimmt den Torwart raus, markiert im Normalfall einen weiteren Feldspieler mit einem speziellen Trikot und hat dann auf dem Feld eine Überzahl. Da haben wir dieses hellblaue Torwart bzw. Flying Goalie Shirt. Memos Söser hat es an. Also hauptsächlich dann gebräuchlich, korrigiere mich bitte, aber wenn es knapp wird oder sollte der Gegner zu früh zu hoch führen? Ja, genau. Also hauptsächlich in der Situation, wenn man zurückliegt und es kurz vor Ende des Spiels ist, wenn man vielleicht mal eine Veränderung braucht, wenn man nicht durchkommt. Guter Ball. Genau da muss er hin, zum zweiten Pfosten diagonal durch. So, dass Winkel da eigentlich nur noch den Fuß hinhalten muss. Ja, das ist natürlich schwierig, der kommt schon. Mit viel Tempo. Und jetzt gibt's. Aber was ich gerade noch sagen wollte zum Flying Goalie, kann man durchaus auch mal bringen, wenn man hoch führt, um einfach dann die Zeit runterzuspielen. Aber Flying Goalie ist grundsätzlich immer gefährlich und ich glaube, man kriegt mehr Tore, als dass man schießt. Also. Und da gab es eine kleine Diskussion zwischen Di Giorgio und Yachu. Aber alles im Rahmen, geht weiter. Die letzten 5 Sekunden laufen. Kommt Dujaskier noch mal zum Abschluss? Nein. Und dann nehmen wir das so mit. 1-5 aus deutscher Sicht. Trotzdem nichts verloren. Da geht noch was für Marcel Losfeld und die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Gewinnen, alles möglich. Für sie ohnehin. Bis gleich.
Finale Four Nations Cup in Neu-Ulm. Halbzeit, es steht 5:1 für Belgien, aber 20 Minuten sind eine lange Zeit, da kann noch was gehen. Wir wollten viele Tore sehen, das haben wir getan. Hier 6 Tore in Halbzeit 1 gefallen. Und wir hoffen natürlich, dass da noch vielleicht was geht. Die Nationalmannschaft hat eben schon mit Flying Goalkeeper gespielt. Da kann auch kurz vor Ende das nochmal spannend werden. Wir schauen nochmal zurück auf Halbzeit 1, schauen uns die Tore an und dann freuen wir uns auf Halbzeit 2 hier in Neu-Ulm beim Four Nations Cup.
Futsal vom Allerfeinsten ist geboten im Finale des Vier-Nationen-Turnier. Es steht 1:5 zur Halbzeit zwischen Deutschland und Belgien. Und damit hallo zurück, liebe Zuschauer, hier in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Unser Experte Jörg Meinhardt ist bei mir. Wir wollen natürlich über diese erste Hälfte sprechen. Und dieses Zwischenergebnis, das trübt eigentlich so ein bisschen den Blick. Das war eine super Vorstellung bis hierhin. Ja, muss ich sagen, ich bin auch echt überrascht und ganz begeistert von dem Auftreten der deutschen Nationalmannschaft. Taktisch sehr gut eingestellt, gehen ins Pressing, machen wirklich, spielen auf Augenhöhe mit der belgischen Mannschaft. Das hat mir sehr gefallen. Und wir wollen mit dem Positiven beginnen, mit dem 1:1, was natürlich durch die goldenen drei Hs gefallen sind. Wir können drauf gucken, nämlich durch Heinze Hoffmanns und Hoffmann. Jonas Hoffmann hat sein erstes Länderspieltor gemacht und dieses schnelle Umschalten, was wir da gesehen haben. Ist das das entscheidende Mittel gegen so einen starken Gegner? Ja, genau. Wenn die belgische Defensive mal nicht gut spielt oder nicht gut steht, dann muss man schnell und direkt spielen, sauber passen und dann entwickelt sich eine Torchance, wie wir es hier sehen, und dann fallen auch die Tore. Damit können wir auch die Belgier knacken. Und die Belgier, die haben zwei ganz, ganz starke Männer auf dem Platz. Natürlich noch ein paar mehr, aber die zwei müssen wir uns angucken. Bei dem 1:4, was sie gemacht haben in der 17. Minute, da haben sie nämlich zusammengespielt. Ibrahim Adnane und der Top-Torschütze Valentin Duyakier. Das ist dann halt doch eine andere Klasse. Ja, wir dürfen nicht vergessen, die Spieler spielen vielleicht schon seit mehr als 10 Jahren Futsal. Wir sind wirklich erst am Anfang. Wir beginnen erst mit unserem Futsalspielen und das sind genau die Unterschiede, die wir hier noch sehen. Die deutsche Mannschaft, die verkauft sich heute sehr gut. Sie spielt auf Augenhöhe das ganze Spiel über. Aber in diesen kleinen Szenen, wo die Belgier das perfekt ausspielen, da sehen wir die große Klasse, die die Nationalmannschaft hat. Aber wir haben eine kleine Geheimwaffe dabei, die wir gestern nicht am Start hatten. Magic Meyer, Michael Meyer ist ja dabei. Eine ganz, ganz tolle Leistung auch gezeigt. In der 10. Minute sehen wir auch so eine ganz starke Sache da von ihm. Kann er noch den Unterschied machen in Hälfte 2? Ja, Michael Meyer ist ein Spieler von größter Qualität in unserem Team und er kann sicherlich durch eine individuelle Aktion immer mal eine Torchance kreieren oder auch ein Tor erzielen. Ich habe da auch die Hoffnung, dass da noch was läuft. Meini, vielen, vielen Dank dir. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, sind dann gleich zurück mit Hälfte 2 des Finals hier beim Vier-Nationen-Turnier in Neu-Ulm. Bis gleich.
3 Minuten sind es noch, dann geht es weiter mit Halbzeit 2 hier im Finale. Co-Trainer Daniel Gerlach ist bei uns. Daniel, das war schon brutal effektiv, ne, was die Belgier da in Halbzeit 1 abgefeuert haben. So ist das in dem Sport. Wir haben uns in der ersten Phase gute Chancen erarbeitet. Jetzt hoffen wir, dass wir das in der zweiten Halbzeit zeigen können, dass wir auch so knallhart effektiv sein können, und dann schauen wir, was dabei rausspringt. Was habt ihr euch vorgenommen? Was habt ihr eben nochmal in der Kabine gesagt? Ja, wir wollen die erste Halbzeit erstmal abhacken für uns und dann das zeigen, was wir in den letzten Trainingscamps einstudiert haben, und wollen auf jeden Fall nochmal Vollgas geben und ein paar Tore nachlegen. Was haben die Belgier besonders gut gemacht? Was kann man auch noch von denen vielleicht lernen? Die sind ja schon ein bisschen länger dabei. Die haben ein gutes Gespür für Futsal, die erkennen die Räume, gehen da, starten im höchsten Tempo rein und sind dann eiskalt und ruhig vom Tor. Also wir hoffen auf eine gute zweite Halbzeit, 6 Tore, das ist schon für so ein Finale natürlich auch toll für die Zuschauer. Hoffen wir, dass die Deutschen auch noch ein paar schießen. Dankeschön, Daniel, und gleich geht's weiter mit Halbzeit 2. Gleich geht's weiter mit den zweiten 20 Minuten im Finale des Vier-Nationen-Turniers in Neu-Ulm. Die beiden Trainer bei der Taktikbesprechung, Marcel Losfeld und Daniel Gerlach. Was haben sie analysiert? Was lief genau falsch? Ja, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, die Belgier gehen sehr oft über den falschen Pivot. Das heißt, mehr oder weniger in so eine Viererkette rein, nicht ganz so extrem, und Deutschland hat sich dadurch rausziehen lassen. Das war auch das, was Losfeld schon in einem der Timeouts angesprochen hat, und da fehlte einfach die Tiefe und die Absicherung. Und weiter geht's. Belgien in Rot von links nach rechts. 5:1 in Führung, es ist relativ deutlich, heißt aber noch nichts. Im Futsal kann es sehr schnell gehen. Sehr schnell sind auch seine Abschlüsse. Duyaske. Fünf Turniertore bereits für ihn. Damit aktueller Top-Torjäger dieses Turniers. Und er ist der Top-Torjäger
der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Stefan Winkel zusammen mit Timo Di Giorgio, beide mit 4 Länderspieltoren ausgestattet. Würden uns wünschen, dass noch ein weiteres dazukommt. Noch ist Zeit da. Und Deutschland probiert sich. Suntić. Vielleicht passend gerade zu dem, was du erklärt hast, auch jetzt wieder die Belgier im Grunde ohne echten Pivot, ohne echten Stürmer. Genau, gerade war es schon im Ansatz so und auch da wieder hat Deutschland sich rausziehen lassen. Also, es war die Situation zum Glück nicht so extrem, aber auch da war die Tiefe wieder weg. Zankl in die Arme von Larraoui. Was ist die Alternative, sich nicht ziehen zu lassen? Dann musst du einen im Grunde blank lassen. Naja, der ballentfernte Ala muss einrücken. Genau, er bildet dann die Tiefe und die Vorderen müssen eigentlich den Druck erzeugen. Jetzt hat es mal ganz gut funktioniert. Genau. Nico Zankl dazwischen. Zweites Länderspiel war einer dieser 8, 9 Akteure, die Marcel Losfeld vor diesem Turnier nominiert hat. Jetzt kann man es wieder erkennen. Ja, das machen die Belgier dann auch clever, haben auch gemerkt, da haben sie den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Lassen die deutsche Mannschaft da ordentlich laufen. Zaf in den Lauf von Yachou, Wiegels mit der Schulter und dann mit den Händen. Trägt keine Handschuhe, Pavlos Wiegels. Kann man genau sagen, warum? Genauigkeit bei Abwürfen. Genau, du willst das Spiel schnell machen können, Ballkontrolle haben. Es ist sehr, sehr typisch, dass man ohne Torwarthandschuhe spielt. Gibt es welche, die tatsächlich welche anhaben? Ja, gibt es vereinzelt natürlich auch. Ja. Muss natürlich jeder Torwart für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das Groß spielt dann schon ohne Handschuhe. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Dujaski in seiner unorthodoxen Art mit dem Ballverlust und Platz dafür Stefan Winkel. Nochmal quer, Pfosten. Stark umgeschaltet. Super ausgespielt. Leider dann das Glück im Abschluss nicht. Ich glaube, und deshalb gibt es auch den Einkick für die deutsche Mannschaft. Larraoui war noch dran. Auch das haben wir gestern schon thematisiert. In den Abschlüssen erkennt man dann schon auch nochmal einen Unterschied. Ja, ja, okay, war noch dran. Ein Unterschied. Die Belgier sehr abgezockt vorm Tor. Wir hatten das mit der EM-Quali, das Beispiel mit 40-14 Torschüssen oder was es war. Und für die Deutschen, wo wir dann trotzdem verloren haben. Zaf. Wow. Missverständnis. Das passiert ihnen mal. Moussaoui und Dujaski. Intensität natürlich deutlich höher als beim ersten Spiel gegen die Türken. Die Belgier schieben auch wieder ordentlich drauf, lassen der deutschen Mannschaft kaum Zeit, kaum Platz, mal ein bisschen ruhiger aufzubauen. Aber das ist tatsächlich auf internationalem Niveau normal. Genau, also die meisten Teams gehen eigentlich relativ früh drauf, haben eine hohe Verteidigungslinie, wollen einen hohen Druck erzeugen. Ich meine, das Spielbild ist eng, du darfst den Torwart nur einmal anspielen. Das heißt, dieses Rumgekicke hintenrum über den Torwart, diese Sicherheit hast du nicht. Und dadurch kannst du als verteidigendes Team natürlich auch einen hohen Druck aufbauen. Gut von Timo Heinze. Hoffmann. Auch guter Versuch von Hoffmann, den Ball mit ins Tempo mitzunehmen. Legt ihn sich dann leider ein bisschen zu weit vor. So, Torwart darf nicht mehr angespielt werden. Dann der Versuch, den über Yachou festzumachen. Foulspiel. 23 Jahre jung. War im EM-Kader, dort alle Gruppenspiele absolviert. Davor schon die WM-Quali mitgespielt, also trotz seiner 23 Jahre mehr als erfahren. Der Mann mit der 9.
Und auch Heitze ist erfahren, aber da fehlen ihm ein paar Zentimeter. Aber ganz starker Laufweg und noch viel stärkerer Ball von Timo Di Giorgio. Also genau da muss er hin, auf den zweiten Pfosten. Die Tore sind klein, wir wollen das Tor vergrößern. Super Weg von Heinze und wie gesagt, perfekter Ball von Di Giorgio. Er war sogar dran. Ich glaube, dass er dann netterweise noch zurückzieht, bringt Larraoui in dem Fall relativ wenig, weil er trotzdem einen mitbekommt. Dann gibt es das Ice Spray. Sie haben noch einen zweiten Keeper dabei. Van den Heden. Der Mann mit der 1 könnte, wenn es denn nötig wäre, aber sieht gut aus. Da macht er sich gerade warm. Aber interessant jetzt auch nochmal auf das Mittel Flying Goalie zurückzukommen, was Marcel Losfeld ja kurz vor der Halbzeit noch eingestreut hat. Ich glaube, er wollte einfach mal das Tempo rausnehmen, das Spiel ein bisschen beruhigen. Ich meine, jetzt spielt er ja auch erstmal wieder der normalen Formation weiter. Das Risiko ist einfach zu hoch dann mit dem Flying Goalie. Rau. Und dann gibt es die Grätsche von Heinze. Ich glaube, Raúl hat sich wehgetan. Di Giorgio mit Fair Play. Also klar, Grätschen ist in der Halle erlaubt. Und wenn der Ball dabei ist, ist auch alles im fairen Bereich. In dem Fall haben wir gesehen, es darf auch mal gerne härter zugelangt werden. Aber wir rollen das Ganze von hinten auf. Erstmal Di Giorgio ins Kino geschickt von Raúl. Und dann, ja. Heinze kompromisslos, wie er halt ist. Und das macht er ganz stark. Und schön, dass er es uns noch mal ermöglicht, den Zuschauern zu erklären, dass Grätschen nicht verboten ist. Also wir haben es jetzt über die zwei Tage ein paar Mal erwähnt, aber ist tatsächlich was, was sich hartnäckig hält. Grätschen erlaubt, in dem Fall erwünscht. Es geht auch Englisch. Heitze. ...1997 haben die Belgier, natürlich nicht die, die heute auf dem Platz stehen, aber die belgische Futsal-Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel bestritten. Und das sieht man dann in diesen Aktionen, dass sie in ihrer Entwicklung einfach weiter sind. Raúl, toll freigespielt. Bären stark die Vorarbeit schon. Also super Ballannahme, da sieht man eben mal diese Futsal-Fertigkeiten. Ball an und Mitnahme, direkt ins Tempo gegangen und dann den öffnenden Pass. Kurz mal drei Mann rausgenommen mit dem Ball in die Mitte. Und das ist das, was du vorher gesagt hast. Der Abschluss ist einfach ein anderer. Das ist nicht draufgekloppt, sondern das ist aus kürzester Distanz überlegt. Wobei der Ball durch die Mitte natürlich auch so nicht kommen darf. Also da hapert es dann wieder an der Abstimmung. Aber wie gesagt, das sind dann die Feinheiten. Stark gemacht einfach vorher. Das haben die Unparteiischen gesehen. Er hebt die Arme. Sedak El Ouamari hat nichts gemacht. Kurzes Scharmützel, passiert auch mal. Wittig, Moos nicht mehr zwingend dran, klärt aber trotzdem. Wir haben gegen Ende der ersten Halbzeit immer wieder betont. Ach, Raúl lässt mich nicht ausreden. Jetzt zaubert er. Wittig kommt nicht nach. Raúl und nochmal gegen alle. Was ist das für ein Tor? Weltklasse. Boah. Da hat er wirklich mal kurz alles schwindelig gespielt. Ich glaube, da müssen wir fast mitklatschen. Also das ist schon groß als Verteidigungsarbeit. Zweimal richtig Druck im Aufbau und bleibt so cool. Dann zieht er nochmal auf, Söser auch und dann raus. Schiebt er ihn noch ganz überlegt ein zum Abschluss. Also bärenstarke Aktion, muss man einfach neidlos anerkennen. Schöne Grüße an Ricardinho. Ja. Vorher haben wir drüber geredet. Wir wollen ihn natürlich nicht mit ihm vergleichen, aber das sind schon einzigartige Fähigkeiten von ihm. Macht einfach Spaß. Auch wenn es jetzt deutlich wird. Und ich wollte eigentlich sagen,
Wir haben gegen Ende der ersten Halbzeit immer gesagt, klar, 1-5, 1-4, alles noch möglich, schon langsam aber sicher. Wird es dann zeitlich auch eng, nochmal ranzukommen? Ja, hier muss ich auch ehrlich sagen, dass es jetzt langsam knapp wird. Also man erkennt auch einfach schon deutliche Unterschiede zwischen Belgien und Deutschland. Das war auch vorher schon klar. Allerdings muss ich sagen, wir haben sehr, sehr gut angefangen, die ersten 10 Minuten. Und es ist ein bisschen schade, dass es jetzt gerade so deutlich ist. Winkel. Jetzt dann auch eine Charakterfrage, sich hier nicht abschlachten zu lassen? Immer, sowieso, klar, bei so einem Rückstand. Aber wie gesagt, man muss versuchen, ruhig weiterzuspielen. Winkel. Wir haben auch vorher gesagt, es geht hier um Erfahrung sammeln. Und da ist das belgische Team einfach schon eine Ecke weiter. Und sowas, was Raoul hier gemacht hat, das kann man vermutlich auch so schnell nicht lernen. Das sollte man dann früh mitbekommen. In Belgien Futsal, wie gesagt, durchaus verbreitet, durchaus professionell betrieben. Ja, einfach stark zu sehen, wie er da in dieser Situation noch so cool bleibt. Also in den vier Situationen, die er da hat. Also da will man irgendwann mal hinkommen. Aus deutscher Sicht. Man muss natürlich. Das ist das Ziel, aber das sind Automatismen. Also das ist natürlich jetzt eine starke Einzelaktion gewesen, deswegen insofern jetzt kein Automatismus von der Mannschaft. Aber das sind einfach Bewegungen, die er dann drauf hat, die er dann über Jahre gelernt hat. Und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Chaiba ist durch, quergelegt, Latte. Da war auch wieder gut zu sehen, wie wir die Tiefe nicht halten können. Uns rauslocken lassen. Ja, das ist sicherlich eine große Baustelle. Irgendwie mal diesen Spielfluss jetzt unterbinden, den die Belgier entwickeln, weil die spielen sich in einen Rausch. Raoul geht auch gar nicht mehr runter. Der bleibt gleich drauf. An seiner Stelle würde ich ihn auch nicht mehr runternehmen. Luka Kragnatz, haben wir gerade gesehen, der Nationaltrainer. Sicherlich auch Lehrgeld, was man bezahlen muss aus deutscher Sicht, wenn man sich auf höchstem Niveau messen will und das Wollen Marcel losfällt und der DFB, dann kann es auch mal nach hinten losgehen. Ja, das gehört dazu zu den ersten Jahren. Also, dass einige Spiele auch verloren gehen werden, das war ja klar. Ist natürlich schön, wenn sie dann wenigstens nicht ganz so hoch verloren gehen. Ja, wir haben leider noch ein bisschen was zu spielen. Aber wir sehen das mal positiv. Wir haben auch noch genug Zeit, ein 1-7 auszumerzen. Hofmann. Hofmanns. Ja, man merkt jetzt schon in vielen Situationen die Verunsicherung. Chaibai. Wiegels weiß nicht, raus oder drin bleiben. Verkürzt den Winkel gut. Chaibai. Hofmanns. Schenkt den Ball wieder ab. Foulspiel von Hofmann. Da Glück. Nicht gesehen worden. Aber Losfeld hat jetzt auch vor ein paar Minuten schon die Blöcke umgestellt. Ich glaube, er wechselt jetzt Spieler für Spieler ein und aus. Und bestimmt selber, wer reinkommt. Klasse Ball, Heinze. Ja, und jetzt haben wir mal den Fall, dass der Torwart in einem Angriff zweimal am Ball war. Das ist nicht erlaubt und entsprechend kriegt die deutsche Mannschaft einen Freistoß. Natürlich nicht am Ort des Vergehens, weil da wird es dann ein bisschen schwierig mit Mauer. An der 6-Meter-Linie. Ähnliche Position wie beim 1-4. Da hat Duyaskier mit links getroffen. Jetzt haben wir es sozusagen spiegelverkehrt. Kann eigentlich nur ein Ball für Winkel sein. Timo Heinz als Rechtsfuß. Boah. Da stimmte der Anlauf aber auch schon nicht. Aber auch daran erkennt man, wenn man den Freischuss aus der ersten Halbzeit dagegen hält, dass da die Erfahrung auch in solchen Situationen einfach fehlt. Für mich jetzt natürlich die Frage, wäre ein Linksfuß nicht cleverer gewesen, so wie wir das vorher gesehen haben, wenn man einen wie Wittig auf dem Platz hat. Aber dann gehen wir auch schon sehr tief rein. Ja.
Also der Rechtsfuß hat natürlich da den offenen Schuss, deswegen finde ich das eigentlich nicht verkehrt. Belgien hat wieder ein bisschen das Gas rausgenommen. Die deutsche Mannschaft sich etwas gefunden. Und auch das ist eine Variante, um diese 4 Sekunden dann nochmal auszunutzen. Macht dann die Erfahrung. Ibrahim Adnane bindet sich nochmal die Schuhe und läuft dann einmal durch, kriegt den serviert. Wittig macht gut mit. Guter Ballgewinn. Söser, 1 gegen 1. Söser! Und Larraoui macht alles richtig. Ich wiederhole mich da. Die Belgier sind da abgezockt in diesen Situationen. Aber stark aufgepasst vorher von Söser. Chancen wären da. Oh, klasse! Heinze! 2-7. Ganz starker Laufweg von Heinze und super Vorarbeit von Wittig. Der Kapitän marschiert vorne weg. 4. Länderspieltor auch für ihn. Damit schließt er in die Riege die Giorgio und Winkel auf. Und die deutsche Nationalmannschaft schöpft nochmal neue Hoffnung. Es geht also doch. Und vielleicht werden die Belgier dann doch nochmal nervös. Söser, Heinze, Heinze. Dann leider auf dem linken. Schade. Auch gerade beim Tor schön zu sehen, dass die Belgier das jetzt mal falsch gemacht haben und da die Tiefe verloren haben. Und Heinze dann durchstarten konnte. Nicht übernommen wird vom Mann, der eigentlich die Tiefe halten soll. Guter Ball. So. Die Giorgio lässt sich das nicht nehmen und zieht wieder davon. 5. Länderspieltor. Timo Di Giorgio. 3-7. Ja, vielleicht kennt er doch noch was. Und Timeout. Belgien, das war dann zu viel des Guten. Kurze Pause. Nicht mehr da nach hinzuschauen, aber die Sachen, was wir, woran wir gearbeitet haben, es läuft, es spiele, ja, um das noch gut zu üben und unter diesem Widerstand. Das nehmen wir jedenfalls mit. So, nicht jetzt dein eigenes Ding tun, versuch jetzt ganz zurückzugehen, was wir besprechen, ja? Und du siehst, klappt, ja, klappt. 3 Images und es klappt. Nein, nimm es positiv, es ist, wie es ist. Wir lernen heute, ja, wir lernen heute. Auf geht's. Komm, weiter! Er hat das 2-7 gemacht, Timo Heinze, und die Giorgio das 3-7, gerade noch mal zu sehen. Eine Variante nach einem Einkick, Hoffmann für die Giorgio. Und Heinze appelliert auch noch mal an seine Mitspieler, jetzt bleiben wir dran. Jetzt machen wir es noch mal heiß, nicht ganz die Hälfte der zweiten Halbzeit rum. Deutschland verkürzt noch einmal. Und an sowas kann man sich durchaus hochziehen. Ja, 2 Tore in so kurzer Zeit, die können einen wirklich noch mal richtig hochziehen und neue Power bringen. Die Giorgio mit Platz, darf mal zart anlaufen. Die Giorgio, gutes Timing. Jatschu macht sehr gut mit nach hinten. Heinze, Heinze. 10 Tore hier, keins in der zweiten Liga. Noch 0-0 zwischen Nürnberg und St. Pauli. Sollte was passieren, werden wir das natürlich weitergeben. Ist hier aber gerade deutlich unterhaltsamer. Söser, Söser vorbei. Und dann ist Hoffmann da. Deutschland ist wieder da. Ja, der Hallensprecher gibt's durch. Deutschland ist wieder da.
nicht so ganz, weil noch vier Türchen fehlen, aber... Aber man merkt schon in den Aktionen jetzt deutlich mehr Entschlossenheit. Also ganz genau Selbstvertrauen ist kommt schnell zurück. Das war, wenn wir ehrlich sind, beim 7-1 eher im Keller. Torwart darf nicht mehr ran, nur einmal pro Angriff. Entsprechend ein Kick Deutschland. Futsal natürlich auch ein Momentumspiel. Ja, total. Es geht immer hin und her und der Kopf spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und er kann auch eine sehr entscheidende Rolle spielen. Michael Mayer, gestern wegen einer Verletzung pausiert. Vielleicht merkt man ihm noch so ein bisschen die fehlende Spritzigkeit an. Aber generell natürlich eine Bereicherung für die deutsche Mannschaft. Auch sicherlich er wird sich gefreut haben, Marcel Losfeld, dass er wieder da ist. Hinten, der kriegt keine Ruhe. Luca Kragnatz, trotz 4-Tore-Führung, gibt es dauerhaft was zu bemängeln. Da ist er nochmal im Bild. Mit wem er auch immer gerade redet. Auf jeden Fall mal alles sehr energisch. Winkel kommt, gut gespielt. Zackel, Wittig. Und jetzt gibt es den Konter. Chaibai, Raoul läuft mit. Chaibai, Winkel, stark. Wittig. Und jetzt darf Winkel auch. Dann gibt es die Grätsche von Duyaskier. Aber starke Aktion vorher von Winkel. Schön mit Tempo reingegangen. Leider dann wieder etwas unglücklich im Abschluss danach. Und er hatte die dicke Möglichkeit. Nico Zankl, 26 Jahre jung, auch er bei den Hamburg Panthers aktiv. Und das müsste dann den Abstoß geben. Hui. Haben wir, glaube ich, alle anders gesehen. Ja. Nehmen wir aber gerne mit. Eckball. El Ouamari wird da Zentimeter genau platziert. Der Mann mit der 11. Ja, darf kein Ball durchgehen. Meier, wirklich. Meier. 1 gegen 1, kann Ball weg. Aber er sorgt zumindest immer wieder für Gefahr mit seinen Aktionen. Also auch wenn er da jetzt leider den Ball sich ein bisschen zu weit ins Auslebt. Man muss das so deutlich sagen, einer der wenigen deutschen Nationalspieler, der immer wieder das 1 gegen 1 macht. Ja. Und er liebt das 1 gegen 1, Raoul. Raoul. Oder das 1 gegen 2 oder 1 gegen 4. Duyaskier, Pfosten, Winkel. Verspringt ihm der Ball ein bisschen. Deshalb gibt es den nächsten Angriff für Belgien. El Ouamari. Boah, ist das stark. Raoul. 8:3. Da sind wir zu zögerlich. Winkel und Meier sind komplett dabei. Wittig geht auch nur auf den Ball und der Rückraum ist völlig offen. Wieder eine Fehlerkette. Also hier können wir zupacken, aber beide sind sich unsicher. Er nutzt das schön aus. Wittig rückt raus und der Rückraum ist offen. Kann auch das 1 gegen 1 für Wiegels lassen und in den Rückraum abdecken. Es ist dann auch wieder brutal. Raoul vor dem Torwart und Wiegels macht sich groß und macht eigentlich alles richtig. Ist auch sogar dran, aber der Ball geht halt trotzdem rein. Da kann er nicht mehr viel machen. Das ist 4 Metern oder wo das war. Aber diese Abschlussstärke, diese Effektivität vor dem Tor, die ist nochmal gravierend. Gelb für Söser. Foul Nummer 3. Mit dem 6. gibt es einen 10 Meter Strafstoß. Sollte aber ohne zu machen sein. Bei noch 37 zu gehen im Bereich des Möglichen. Weil er es auch anders kann. Söser hat ihn eigentlich schon. Duyaskier.
Auch einfach noch mal kurz mit rechts, beidfüßig. Auch da bleibt er cool in der Situation. Frech. Da haben wir es noch mal. Fehlt nicht so viel. Söser, Heinzel. Stark von Söser nochmal gelöst. Dann für mich ein Foul gegen Hofmann. Partie geht aber weiter und dann gibt es doch den Pfiff. Sven Eichler und Stefan Friens leiten das Ganze. Bisher souverän. Auch das ist ein Foul. Und Söser zu zentral. Also nach dem 3:7 kam wieder kurz Hoffnung auf bei der deutschen Nationalmannschaft. Du hast vorher bei dieser guten Phase von Belgien gesagt, vielleicht mal ein Timeout. Da hat sich Marcel Losfeld dagegen entschieden. Belgien hat direkt das Timeout nach den zwei schnellen Gegentoren genommen. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht über einen Coaching-Fehler reden. Dafür ist Marcel Losfeld zu erfahren. Aber es wäre durchaus eine Variante gewesen, weil bei Belgien ging das absolut auf. Heinze verpasst. Zankl! Latte. Super Ball von Söser vorher. Auch guter Weg von Heinze wieder, muss er direkt nehmen. Oder halt am Fußball. Sagt sich von hier oben immer so leicht, aber. Ja gut, du hast es ja auch schon mal gemacht in der Form. Mal hat's geklappt, meine ich. Ich halte mich zurück. Jetzt sitze ich hier oben. Ja, das ist einfach schön. Beinschuss oben drauf. Chip von Chaibai. Also der Raoul ist schon wirklich extra klasse. Der ist Wahnsinn. Ich muss auch ehrlich gestehen, gestern bei diesem 7:2-Sieg Belgiens über die Schweiz, einer der besseren, klar, aber so herausragend, wie das heute ist, war da an dem Tag eigentlich nur er, Tuyas Kjee, auch weil er 4 Tore gemacht hat und weil er mit links einfach diesen Abschluss hat, der zumindest mal in dieser Halle einzigartig ist. Vermutlich über diese Halle hinaus. So, Eckenvariante, Chaibai. Ja, was heißt Eckenvariante? Ja, hat einfach den offenen Raum ausgenutzt. Einfach mal hinter. Tuyas Kjee schön bedient auf dem linken Fuß. Und jetzt wird's sehr deutlich. 10:3. Chaibai, drittes Tor in diesem Spiel. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie viele Raoul davon gemacht hat. Heute 3, gestern 2. Also, und den aufgelegt in Sachen Scorerpunkte. Müssen sie sich da mannschaftsintern dann einigen. Fehleranalyse, glaube ich, schenken wir uns jetzt einfach mal. Alles in der Hoffnung, dass es hier nicht noch deutlicher wird. 10:3 kann im Futsal durchaus mal passieren. Auch die Belgier haben schon mal ordentlich auf den Sack bekommen. Ein 1:11 gegen Spanien im April 2005. Sollte uns sowas dann Angst machen, wenn auch Belgien sich mal 11 fangen kann? Jetzt weiß ich nicht, wann das 11:1 zustande gekommen ist. Aber April 2005. Ah, okay, das ist ja schon eine Zeit auch her. Und, du meinst, die Spanier sind seitdem schlechter geworden? Nee, aber die Belgier vielleicht ein bisschen besser. Okay. Also, ich denke, so kann man das schon einordnen. Ja, natürlich, wir wissen alle, dass wir da noch weit weg sind von der Weltspitze. Und mit Spanien müssen wir uns schon mal gar nicht messen. Wie gesagt, ich habe es vor dem Spiel gesagt, Belgien ist wahrscheinlich das Niveau, wo wir so in den nächsten 3 bis 5, 6 Jahren hinwollen. Und das wird schon schwer genug, wie man hier heute sieht. Also aber das kann man auch alles richtig einordnen. Wir müssen auch bedenken, bis Minute, sagen wir mal 16, stand es hier 1:3. Und Deutschland vorher noch mit der Chance zum 2:2. Hatte die Möglichkeit auszugleichen, genau so ist es.
hätte wenn und aber, letztlich dann beim Stand von 3:10 aus deutscher Sicht aber man muss das wertlos, schon aber es ist trotzdem eine ordentliche Vorstellung ja, gewesen. Man muss das aber auch realistisch sehen. Also die Vorstellung war sehr, sehr gut in der ersten Viertelstunde, aber man erkennt hier einfach doch die Unterschiede in vielen Aktionen. Und da setzt sich die Klasse dann auch irgendwann durch. Ja, es ist einfach ein Unterschied, ob man mit Fußball anfängt und dann zum Futsal wechselt oder, so wie das hier größtenteils bei der belgischen Mannschaft der Fall ist, von Kindesbeinen an sich auf Futsal spezialisiert. Muss dann auch nicht. Schauen wir erstmal, was Hoffmann macht. Winkel, 4:10. Zieht wieder nach. Zieht wieder nach. Im Privatduell mit Giorgio. Ja. Habt ihr das auf dem Schirm, mannschaftsintern? Ja, ich glaube, es spielt jetzt nicht so die große Rolle, aber so ein bisschen weiß man das natürlich. Ich meine, so viele Spiele haben wir noch nicht gemacht. Also, aber kriegt man die Torschützen noch sozusagen. Die große Torschützenliste in der Kabine. Aber wir machen einen Strich hinter diese nicht vorhandene Liste bei Winkel. Gut freigespielt. Und um die Geschichte von vorher noch mal zu beenden, es muss dann vielleicht auch nicht immer zwingend direkt Futsal sein, ist natürlich gut, aber das sind hier auch ganz viele Käfigzocker, die draußen beim Soccer 5 aktiv waren. Das ist in Belgien durchaus verbreitet. Naja, es ist ja dann einfach auch ein kleines Spielfeld, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst. Genau so ist es. Technisch versiert sein musst, beziehungsweise das dadurch lernst. Da ist jetzt erstmal das Spiel nebensächlich, wenn das Feld klein ist. Also geht um die Handlungsschnelligkeit. Meier, Hoffmann. Der Unterschied ist natürlich sicherlich. Schauen wir mal, was Hoffmann daraus macht. Ein bisschen zu steil. Und ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir beim Futsal ohne Bande spielen. Dadurch sind die technischen Fähigkeiten natürlich viel mehr gefordert. Als wenn man jetzt irgendwie eine Bande drumherum hat, dann kann man halt einfach pölen und der Ball bleibt irgendwie drin. Genau so ist es. Das haben die Jungs in Rot perfektioniert am heutigen Abend. Wie wär's? Flying Goalie nochmal, alles oder nichts? Ich glaube nicht, dass er es macht. Also, wir haben vorhin von realistisch einschätzen gesprochen. Ich glaube, man nimmt das jetzt so mit, wie es da ist und will jetzt nicht noch 3, 4 weitere kassieren. Aber vielleicht straft er mich lügen, mal sehen. Ist natürlich moraltechnisch auch eher unschön, dann noch ein paar mitzubekommen. Dann lieber noch irgendwie selber eins schießen. Meier. Zaf. Da will er dann vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, zu steil. Fehlt jetzt natürlich auch die letzte Konsequenz bei Belgien, hier nochmal richtig Vollgas zu geben. Ist auch okay so. Muss jetzt auch nicht mehr. Böser Heinze Zankel. Guter erster Kontakt, aber Zaf macht das dann eben genau richtig. Das, was die deutsche Mannschaft lange Zeit falsch gemacht hat, lässt sich nicht rausziehen, bleibt hinten. Genau. Dann immer die Möglichkeit noch einzugreifen, wenn der Ball dann doch durchs Zentrum kommt oder einer durchbricht. Paule macht nochmal Stimmung hier in der Halle. Ich wollte gerade sagen, animiert nochmal. Bisschen über 2 Minuten noch zu spielen. Guter Laufweg von Heinze. Die Giorgio Heinze. Doppelpack. Und auch er kommt wieder auf die 5-Tore-Liste mit drauf. Jetzt wird es dann ein privates Duell. Langsam. Die Giorgio legt auch noch auf. Abgefälscht noch leicht von Zaf. Aber der wäre auch so rein. Schöner Spielzug. Ja, bei Heinz auch immer wieder gut zu erkennen. Deswegen hat er auch die 5 Tore schon, dass er den Weg einfach durchgeht. Und dann zentral oft das Ding noch aufgelegt bekommt.
Nächste Möglichkeit Belgien. Söser kratzt ihn von der Linie. Chaibai, Kugel noch heiß. Fünf Tore Führung für Belgien. 15 Tore hier. Eins in der zweiten Liga. St. Pauli ist in Führung gegangen beim ersten FC Nürnberg. Und wir hoffen, dass Deutschland die Führung der Belgier noch mal ein bisschen verkürzen kann. Söser muss aber noch mal in die andere Richtung. Wiegels, auch da Raoul macht den Weg durch. Läuft Wiegels an. Letzter Ausweg, ein Kick Belgien. Genau richtig, nicht riskieren, da noch das lange Ding zu pölen und dann noch Raoul anzuschießen. Außen weg. Der hat eh schon genug Tore. Ja. Den müssen wir nicht auch noch anschießen. Mainz letzte Minute läuft. Und das ist Timo Heinze mit der Grätsche zum Einkick. Aber wieder der Flying Heinze. Also. Flying Heinze, ist das der Spitzname? Habe ich ihm jetzt mal hast gegeben. Hast du ihm jetzt mal gegeben. Du hast tatsächlich auch einen Spitznamen gehabt. Sven. Ja, Sven, genau. Sven. Ja. Deswegen darf ich jetzt hier sitzen. Schöne Grüße da an Michi Birk an dieser Stelle. Also da hatten wir den Nils Klems im ersten Länderspiel Sven Klems getauft und vertauscht. So rum ist es richtig. Da kommt man immer wieder durcheinander, siehst du. Und jetzt laufen die letzten Sekunden dieser Partie. Spannung ist raus. Spannend bleibt es insofern, wer hier am Ende DFB-Rekordtorschütze für die Futsal-Nationalmannschaft sein wird. Pfosten von Hoffmanns. Winkel, Di Giorgio und Heinze. Heiße Bewerber, jeweils 5 Tore. Larraoui auch ein bisschen im Glück dann. Das kommt dann obendrauf. Und in dem Fall war es nicht Larraoui. Sie haben den Torwart gewechselt. Es war Van den Heden, der auch noch mal ein paar Minuten bekommt. Da haben wir ihn im Bild. Joachim Van den Heden von Halle Golik. Ein bisschen hätten wir noch Zeit, um zu zaubern. Uiuiui. Dankeschön. Und du schlägst die Hände vors Gesicht. Ja, das ist wirklich extra klasse. Ich habe es vorhin schon gesagt. Schön, so einen Spieler hier mal sehen zu können. Chaibai, nochmal eine Ecke. Die sind schon nicht so schlecht, um es mal milde zu formulieren. Das war tatsächlich mal schlecht. Elo Amari, aber dann war es auch schon egal. Ja, schade, aber schöne Erfahrung gesammelt, denke ich. 10:5 gewinnt Belgien gegen die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Marcel Losfeld hat vor dem Turnier gesagt, ist irgendwo natürlich ein Gradmesser heute. Kann alles nach hinten losgehen mit 8 Debütanten. Insgesamt, glaube ich, kann die deutsche Mannschaft aber durchaus zufrieden sein, auch nach dem heutigen Spiel. Ja, mit dem Beginn des Spiels auf jeden Fall. Und ich denke, wir brauchen Spiele, 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 um Erfahrung zu sammeln. Und insofern, man lernt immer draus. Ergebnis hätte natürlich gerne ein bisschen knapper sein können, aber man hat schon deutliche Unterschiede feststellen müssen. Die haben wir gesehen, die hat bestimmt auch Marcel Losfeld gesehen. Und jetzt steht er bereit bei Nele. Herr Losfeld, wir müssen heute das Ergebnis definitiv von der Leistung trennen. Ich denke, gegen eine Nummer 31 der Welt, die es Belgien ist, mit einem überragenden Raoul, ist so ein 5:10 trotzdem eine gute Leistung, weil man wollte hier primär ja Erfahrung sammeln. Naja, gut, im Anfang dachte ich nach, es war 1-1-1-2, haben wir ganz gute Sache gemacht. Und dann ging es ja ganz schnell, 1-3, 1-4, 1-5.
Und du siehst von aus dem ganzen Spiel, ja, dass unsere Probleme nicht in der Offensive liegen. Wir haben fünf gemacht und auch viele Tore noch, viele Chancen kreiert. Aber unser Problem ist die Defense. Und hier lernst du, wie schwierig in diesem Sport es ist, um Druck auf den Ball zu halten, wenn da so viel Bewegung ist. Das ist Nummer 31 der Welt. Aber ja, es war für uns eine gute Lesson. Und wir schauen gerade noch mal auf dieses 1:7 vom überragenden Rau. Ist das dann auch wirklich im Endeffekt so ein Gegner, der einfach noch zu stark ist? Ja, ich schaue mir das mal an. Aber ja, natürlich, das wussten wir. Das ist ein sehr eingespieltes Team. Aber noch, was ich sage, auch hier ist es unmöglich, in Defense, um diesen Abstand mit einem Ball zu machen. Ja, wir haben da auch ungefähr, ohne unsportiv zu sein, wir haben 6 Fouls, eigentlich 5 pro Hälfte. Wenn das passiert, dann muss man etwas stärker sein, um sicher einen Foul zu machen. Ja. Wir wollen natürlich noch über die beste Phase Ihres Teams heute sprechen. Das waren so die ersten 10, 15 Minuten in der ersten Hälfte. Da fiel auch dieses wunderschöne Tor zum 1:1. Die Kombination aus Heinze, Hoffmanns und Hofmann. Hier sehen wir es dann auch noch mal. Also ganz toll auch umgeschalten. Da war auch in dieser Phase das, was Sie predigen oder das, was Sie sehen wollen, dieses Gegenpressing, definitiv vorhanden. Was würden Sie denn sagen, wie viel Marcel Losfeld, wie viel von Ihrer Taktik steckt schon in Ihrem Team? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich habe schon am Anfang des Gesprächs gesagt, das war eine sehr gute Phase und eine gute Umschaltung. Und ich würde ein Timeout packen, weil da ich eine Liste gemacht habe von Dingen, die wir besprochen haben, die bis dann ganz gut funktionierten. Eine taktische Sache, wenn Sie mit 4 auf eigene Hälfte stehen, ja, dann müssen wir zurück, weil ich weiß, was sie wollen. Ja, dann lässt du den Raum hinter dir, die ganze Hälfte, ja, ist offen. Und da spekulieren sie auch. So, das zurückzugehen, ja, geht das nicht gelingen. Und ja, und am Moment, dass ich den Timeout nehmen will, ja, wird es 1-3, 1-4. Ja, da hat nicht mehr so viel Zweck, um da Komplimente über zu machen. Aber trotzdem, ja, was ich auch sage, wir haben 5 gemacht, wir haben noch viele Chancen gehabt. Da ist nicht unser Problem im Ball. Aber im internationalen Fußball jetzt ist zu sehen, dass es da so wichtig ist, die Spieler ohne Ball. Da dreht es um. Ja, und das wird manchmal anders gesehen. Aber das ist es. Also diese Punkte kommen definitiv auf Ihre Liste dann fürs nächste Mal. Es geht weiter Ende September mit 2 Länderspielen in Slowenien. Dann im Dezember die nächsten. Die WM-Quali steht allerdings erst 2019 an. Es ist also noch ein Stückchen zu arbeiten und zu gehen. Ja. Was denken Sie denn oder wie würden Sie jetzt das Fazit auch ziehen? Wie weit ist man noch vom internationalen Standard entfernt? Mit Qualität von den Spielern individuell und wenn wir den Ball haben, nicht so weit. Aber schwierig ist nochmal, um zu sagen, wenn wir den Ball nicht haben, haben wir viele Probleme. Und das ist auch ganz logisch, wenn wir 10 Tore nehmen jetzt und so viele Fehler machen. Wir haben auch in der zweiten Hälfte sehr gute Phase. Ich muss auf dem Kopf, ich habe 3-8, 4-8 und ich muss sagen, die Jungs haben gut gearbeitet. Und dann bekommen wir 2 Tore in einer Minute, ja, durch kein Defense bei einem Cornerkick und wir haben einen Anstoß und nach 2 Touches, we lose the ball. Und noch ein Tor. Und das ist eine Sache, ja, das kannst du dich später international nicht leisten und das ist schon hier zu sehen. Herr Losfeld, viel Erfolg für die weitere Arbeit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und wir geben ab zu euch nach oben, Nico und Nils mit der Siegerehrung. Also bevor es losgeht, natürlich dann nochmal Lob auch an dich. Das Timeout hast du im Grunde angekündigt als alter Taktikfuchs. Er wollte es nehmen und hat sich dann dagegen entschieden, Marcel Losfeld. Ja, manchmal geht es dann wirklich zu schnell und dann ist es sinnvoll, ein Timeout zu nehmen, bevor man dann das dritte oder vierte noch bekommt. Aber ja. Passiert, abhaken, daraus lernen und jetzt zugucken, wie Bernd Schulz vom Berliner Fußballverband die Trophäe des Vier-Nationen-Turniers aus Neu-Ulm an den Kapitän der Belgier übergibt. Karim Çaybay vom FC Charleroi hebt das Ding hoch. Ja, ich würde sagen, völlig verdienter Sieger. Also, wenn man hier die 4 Mannschaften gesehen hat, dann war Belgien schon eine Klasse für sich. Absolut. Das haben sie sich definitiv verdient. Der Jubel groß. Auch wenn der ein oder andere dabei ist, der
schon auf gefühlt höherer Ebene unterwegs war, durchaus auch schon mal den einen oder anderen Titel eingeheimst hat. Im Trikot der Nationalmannschaft immer etwas Besonderes. Und wir sehen schöne Bilder und geben jetzt nochmal ab zu Nele. Und wir kommen gleich wieder nochmal, liebe Zuschauer, an Sie. Der Hinweis, na klar, mit einer schönen Analyse. Timo Heinz und der Kapitän der deutschen Futsal-Nationalmannschaft wird gleich noch bei uns sein. Sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Und im Anschluss, da kommen die Premier League Highlights mit Ruth Hofmann. Und die verrät Ihnen jetzt, was es dort heute gibt.
Belgien gewinnt das Vier-Nationen-Turnier in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm durch einen 10:5-Sieg gegen die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Und der Kapitän Timo Heinze ist jetzt bei mir, auch aktueller Top-Torschütze, jetzt mit 5 Toren, heute ja 2 gemacht. Mit Ihrer Leistung können Sie sicherlich zufrieden sein. Es ist jetzt Platz 2 bei einem ersten internationalen Turnier. Strich drunter, auch mit der Teamleistung zufrieden? Ich denke nicht ganz. Ich glaube, das wäre jetzt gelogen, bei so einem Ergebnis von Zufriedenheit zu sprechen. Aber wir wissen das auch schon einzuordnen, ja, dass die Belgier starke Gegner sind. Wir haben uns auch bewusst einen starken Gegner gesucht. Aber natürlich haben wir auch genau gesehen, was uns heute noch fehlt. Aber dafür ist eben auch so ein Turnier da. Und so blöd das klingt bei so einem Ergebnis, hat trotzdem Spaß gemacht. Und wir werden da sicher unsere Lehren daraus ziehen. Was genau fehlte denn? Es stehen ja bald wieder 2 Länderspiele an gegen Slowenien Ende September. Ja, die sind tendenziell noch stärker. Aber ich glaube, von allem so ein bisschen was. Also ich würde mich da nicht auf einen Punkt versteifen. Ich denke, auffällig war schon, dass gefühlt 3/4 der Tore aus dem Konter resultieren beim Gegner, die einfach schneller umschalten, wo wir nicht klar genug sind in der Rückwärtsbewegung. Und ich glaube, wir hatten auch gute Phasen im Spiel. Ich will das Ergebnis nicht schönreden, aber wir haben sehr gut dagegen gehalten, phasenweise, aber eben nur phasenweise. Und es gilt jetzt eben, das konstant über die ganze Spielzeit möglichst dann hinzubekommen. Aber wir haben auch noch Zeit, wir sind relativ neu noch und gebt uns ein bisschen Zeit noch. Du sprichst es gerade an, ihr seid ganz neu zusammengestellt. Wie wichtig war auch so ein Spiel vielleicht heute, so eine Niederlage, auch wenn sie wehtut, um halt auch aus diesem Lehrgeld was mitzunehmen, Erfahrung zu sammeln? Absolut wichtig. Also du sprichst es schon an, dass man daraus wirklich was ziehen kann. Und es fühlt sich jetzt natürlich sehr bitter an. Wir sind alle Sportler, sowas will keiner erleben. Aber ich behaupte jetzt mal auf lange Sicht gesehen, bringen uns solche Spiele einfach weiter. Und keine Spiele, die wir dann vielleicht gewinnen gegen etwas schwächere Gegner, sieht dann natürlich besser aus, auch in den Medien, das ist uns klar. Aber für unseren sportlichen Weg ist das definitiv sinnvoll, den so weiter zu verfolgen. Und ich glaube, wir werden uns auch definitiv steigern. Timo, du warst ja von Anfang an dabei. Du hast auch das historische erste Länderspieltor für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft geschossen. Was kannst du denn jetzt so auch als Fazit sagen? Neues Team, es sind da ganz schön viele Debütanten auch gewesen hier heute. Neuer Trainer, auch schon neues Level? Absolut, ich denke auch, wie gesagt, das Ergebnis klingt vielleicht nicht so, aber es waren härtere Gegner als sonst und wir entwickeln uns gerade weiter. Wir bringen das, was wir im Training zeigen, noch nicht so ganz aufs Parkett, wenn es um die Wurst geht wie heute, aber das wird kommen. Also wir haben neue taktische Anlagen, die werden sich auf lange Sicht auszahlen und ich denke trotz allem, wir sind auf einem sehr guten Weg. Timo Heinze, vielen, vielen Dank, viel Erfolg für die nächsten Aufgaben und wir schauen uns gleich nochmal die Highlights an mit Nico Sepe. Ich darf Schau sagen, also Deutschland belegt Platz 2 hier beim Vier-Nationen-Turnier in Ulm. Ciao. Magic Meyer ist wieder zurück. Er nach überstandenem Bänderriss in der Start-5 der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, die allerdings früh nach einer Einkick-Variante in Rückstand geriet. Torschütze für die Belgier. Der Kapitän Scheibei alleine gelassen vor Pavlos Wiegels. Am Ende dann eine einfache Aufgabe. Aber die deutsche Futsal-Nationalmannschaft kam zurück. Timo Heinze mit Übersicht. Dann ist es Hoffmanns, der für Hoffmann serviert. Und der macht sein erstes Länderspieltor. Jonas Hoffmann in Diensten des FC Kopenhagen. Perfekt in Szene gesetzt von Heinze und Hoffmanns. Auch in der Folge spielte Deutschland richtig gut mit. Aber dann kam immer mal wieder die große individuelle Klasse der Belgier zur Geltung. Hier super durchgesetzt. Wittig hat keine Chance. Und dann heißt es 2:1. Ibrahim Adnane mit einem überragenden ersten Kontakt. Und dann mit der Picke vorbei an Wiegels zum 2:1. Auch hier dann die Belgier einfach in ihrem Spiel deutlich geordneter. Das 3:1. Omar Rau wieder von Adnane angespielt. Und der zauberte dann im Duell mit Suntic. Der macht die Linie unten auf. Adnane kommt durch. Und im Rückraum ist der Mann, der im ersten Spiel schon 4 Tore erzielt hatte. Valentin Dujaskier. Eine einfache Aufgabe für den starken Linksfuß. Allerdings natürlich auch begünstigt durch die etwas mangelnde Abwehrarbeit von Winkel und Suntic. Wiegels am Ende im Stich gelassen. Und dann gab es noch eins vor der Pause. Scheibei, eine Freistoßvariante. Dujaskier diesmal als Vorbereiter. Aus der Distanz dann kein Vorwurf an Wiegels. Es wurde ein bisschen umgestellt in der Pause. Marcel Losfeld löste die 3 deutschen Blöcke auf, stellte auf 2 um mit Einzelwechseln und dann
kam es aber richtig, richtig bitter. Raoult wie im Rausch vorbei an der kompletten deutschen Futsal-Nationalmannschaft hinein ins Glück. Das zwischenzeitliche 7:1, ein Weltklasse-Tor vom Pivot der Belgier. Deutschland kam nochmal zurück, bewies Moral. Timo Di Giorgio mit dem zwischenzeitlichen 3:7. Dann nahm Belgien ein Timeout und konnte auf 10:4 erhöhen. Am Ende war es dann Timo Heinze nach schönem Zusammenspiel mit Timo Di Giorgio, der den 5:10 Endstand aus deutscher Sicht herstellte. Belgien gewinnt das Vier-Nationen-Turnier in Neu-Ulm, verdient aufgrund klasse Leistung. Jetzt gibt es die Premier League Highlights zu sehen. Ähnlich unterhaltsam mit Ruth Hoffmann.